Gerke, wink mal in die Kamera. Sven, wink mal in die... Du müsstest beide in die Kamera winken. Hier sitzen auch die Leute, die saßen ja. Guck mal, der ist schwul. Der ist schwul. Oh Gott, ist der schwul. Oh Mann, Sven! Dem da gehört diese Kamera. Ey, was Mann? Gib mir einen Kuss. Was? Florian. Quatsch, Mann. Florian, gib mir einen Kuss. Was? Gib mir einen Kuss. Los, komm für die Kamera. Bist du nicht? Du hast 5 Milliarden Liter Bier getrunken. Okay, du wirst gerade zu einer 6 abgestuft, ne? Du wirst gerade echt zu einer 6 abgestuft. Die Skala, Mann. Du Arschloch! Das hat die Kamera genau gesehen. Ich glaube schon. Hey! Hast du das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und das ist Matze. Matze ist ein sehr gestresster Ravioli-Esser, die sehr kalt sind. Echt ganz schön stressig, sag ich dir. Matze ist nämlich Klempner und hat jede Menge Rohre zu verlegen. Und jetzt singt er uns ein tolles Lied. Komm, setz dich drauf. Jetzt singen wir ein tolles Lied. Too sexy for my life. Too sexy for my life. Too sexy. Okay. Schon bereit. Immer so richtig bereit. Braucht die ganze Baustelle zusammen. Denn der Matze ist bei LZO am Start und scheißt auf alle Elektriker und die anderen Wichser, die auf seiner Scheißlinie was verlegen wollen. Und dann sagt er denen nämlich, ich hab die Rohre. Und dann sagt er zu seinem Chef, mir doch scheißegal, steht auf dem Plan, ich habe hier meinen Plan, dann muss das so. Und dann zeigt er denen den Ficker und sagt, ich geh jetzt arbeiten, du Spanakenkanner. Außerdem, ich hab noch 46 Tage Urlaub dieses Jahr. Ja, Chef, Chef, soll ich dir mal drohen? Soll ich mal Urlaub nehmen? Ohne mich kommst du eh nicht klar, Mann. Ich hab jetzt Urlaub, Chef. 46 Tage mache ich jetzt am Stück. Das wäre heftig. Und das ist Sven. Der ist ein Trottel. Leicht verschuldet, aber ein Trottel. Verschuldet? Ja, Mann, du stehst... Hier, du Vorfatze. Nimm mal mit dir mal deine Mütze, lieber. Meine Vorfatze. Hallo. Ja, Sven. Und das ist Sven 2, ne? Sven 2 ist auch ziemlich verschuldet, aber ein ziemlicher Trottel. Sven und Sven sind dumm und dümmer. Er ist dumm und er ist einfach noch dümmer. Out in! Oh, Svens Reaktion ist weltumfassend, einfach. Sven? Und Matze kriegt wieder mal keine Beachtung. Nicht jeder. Doch, Sven. Eigentlich mal. Mehr. Wenn er sagt Sven einfach nur, was, Mann? Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, wo ist mein Bier, Mann? Ja, Mann. Ist das gut, ja? Rastaman. Rastaman. Haben wir noch Bier? Ist das echt vegetarisch? Was, Florian? Ist das haben wir noch Bier? Er ist Vegetarier. Er ist Vegetarier. Ja, ja. Er ist Sven oder was? Ich hab die ganze Zeit nach dem Campingkoffer gesucht. Du bist doch ein verdammter Trottel. Das ist mein Schritt. Jetzt. Oh, was? Jetzt hast du den verdammten Spiegel. Ah, so muss das. Matze, Mann! Ja, Mann, was ist denn da, Mann? Los, Mann! Ich hab Hunger. Ey, du Schamer Bomber, kram dir mir mal über deine Räume rum hier. Ich mach den Grill an, ja? Sonst nicht. Die Reaktion vom Rest der Crew.
Alle Gänge gehen hoch. Und dann sagt Gerke, oh, Gerke möchte gerne selber ein Video aufnehmen. Aha, aha. Das gefällt mir natürlich weniger. Ich bin hier nämlich der Regisseur von meinen eigenen, auf mich zu pieksen. Wenn du das nochmal machst, musst du dir die Klöten langziehen. Klöten. Findest du komisch, ja? Aber ich mach das echt. Wenn du schläfst, ne? Tue ich deine Hand in lauwarmes Wasser und dann pisst du dich voll. Und jetzt scheißt du dich ein, ne? Weil ich einfach der Chef bin. Ich geh einfach als letztes ins Bett. Du gehst nicht als letztes ins Bett. Ja, vielleicht kacke ich dir auch einfach auf den... Er hätte es nicht gedacht. Das ist ja ein Hendrik. Ein Hendrik, wink mal in die Kamera. Tu mal so, als ob du dich ganz doll über das Festival freust. Du hast auf den Aufnehmen-Knopf gedrückt. Du hältst die ganze Zeit auf die Kamera. Nee, da steht immer Rec. Nee, du kriegst das nicht als Maul. Das sind Jan Hendriks sexy Beine. Gucken wir uns mal diese Wunde etwas genauer an. Schmerzhaft. Jetzt gucken wir uns mein Bein an. Ekelhaft. Eine nahe Zoomfahrt. Hier ist noch die blauen Flecke. Oh. Oh, oh Gott, was ist das? Oh mein Gott, eine Missgeburt. Irgendwer hat so unterm Bulli weggenommen. Oh, guck mal, wie viel Bier wir schon vernichtet haben. Wir sind einfach geile Menschen. Bis auf Matze, der ist Ravioli-Esser. Nee, das passiert immer wieder. Ich will fest und greifen diese Schmiere, die die Tür hier laufen lässt. Wie alt ist die eigentlich? So alt wie der Bulli? Wie geil Herr Müllen ist. Ja, bitte, verschmier die Kamera. Ja? Oh Gott, dann würde ich noch einen fragen. Schmeck mal rüber. Das weißt du nicht. Oh, guck mal, jetzt finden wir uns, das ist Film im Film. Und Matze hat den Topf leer gegessen. Ich hab den Deckel leer. Wo ist es denn, wo ist es denn? Oh, da jetzt die... Alter, wo kommt es raus? Wo kommt es raus? Wo kommt es raus? Oh, da kommt es raus. Ja, wirklich, so lass ich. Ich weiß, und ich freue mich so auf dieses Video von mir. Ich glaube, der verschwindet gleich auf mysteriöse Weise in einem meiner Hohlräume im Auto. Na, wie freut er sich? Er freut sich nicht. Er zeigt gerade... Oh, die Mucke. Die Mucke muss ich auch filmen. Komm mal, unsere beschissenen Nachbarn zu der Seite. 18 bis 19 in der Seite, davon ist eine schwanger. Und ein paar Village People auf der Seite. Ey, die Schwanger ist echt nett. Ich weiß. Und da versucht Matze Sven abzustechen mit einem Löffel. Asche zu Asche, wie man sagt. Staub zu Staub. Okay, und das war's von mir. Ich bin draußen. Ciao. Wir zoomen raus. Mit einem, wir zoomen nochmal kurz rein.